hochprozentig, aber wenig Abschlüsse. Hier in der Anfangsphase jetzt auch erfolgreich und das geht so einfach. Winston für Hunter. Da sehen wir nochmal ganz einfache Punkte. Da hat Bayreuth defensiv überhaupt nicht funktioniert. Bei sehr guten Quoten, 50% aus dem Feld. Also der hat da performt, trotzdem 74 zu 102, die deutliche Niederlage. Schön gespielt mal von Medi Bayreuth. 3 von 5 von draußen, die Bayern noch kein Dreier getroffen. Jetzt mit dabei ist auch Sagiunas, der draußen bereit sitzt im Moment noch. Childress, schwieriger Abschluss. Brandon Childress. Extrem hoch, auch das unterm Lahn Rencic. Die Pace ist nach oben gegangen und das ist schon kein Leid. Giffey aus der Mitteldistanz mit Foul and One. Jetzt häufig zu tun mit seiner Ex-Mannschaft im Pokal, in der Liga. Rowe im 1 gegen 1 gut verteidigt und Young mit dem nächsten Rebound. Das ist eine klasse Verteidigungssequenz von den Franken. Also wenn sie das wirklich 14 Minuten hochhalten können und dann auf der anderen Seite. Under 10 und Cheatham 6. Bonga kann gefühlt jede Position spielen. Das ist nochmal der tolle Pass. Schlusslicht. Und trotzdem ist natürlich noch nichts passiert. Bonga aus der Auszeit raus. Gutes Play von den Bayern. Einfach gespielt. Seeley gegen Livingston. Seeley. Hat er Glück, dass er die zweite Chance bekommt. Und Auszeit, ja genau richtig, vom Landrencic. Und wieder das Doppel gegen Seeley. Aber schnelle, gute Ballbewegung bei den Bayern. Hunter trifft da aus der Mitteldistanz. 0 von 8 von Downtown. So wird es halt schwer gegen die Bayern. Die Würfe müssen schon fallen. Livingston nimmt den Dreier. Das schaut schon mal besser aus. Der Ausgleich. Otis Livingston. Es gibt die zweite Chance und Hunter zeigt an. Mana Druck. Cheatham. Und dann ist es Hunter mit dem Offensiv-Rebound. Zwölf zu 9, sagt sich so leicht. Cheatham, Cheatham. Cheatham gegen Livingston bekommt den Ball. Childress gut verteidigt von den Bayern. Childress und dann ist es zwar noch ein Punkt von, oder zwei Punkte von Torres, aber es ist einer zu wenig. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.